Ja, ist doch schön hier. Ja. Halt! Sind Sie verrückt? Ich stehe hier im Klimanschen Saal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, weil ich ein unglaubliches Angebot bekommen habe. Ich spiele eine sehr wichtige und wertvolle Rolle im neuen Bibi und Tina Film. Und damit ich das auch vernünftig delivern kann, habe ich mir zwei Profis geholt, also eigentlich ein Profi und Hauke, die mich heute so ein bisschen an diese ganze Schauspielerei führen werden und mir zeigen werden, wie es funktioniert, eine andere Person zu sein. Ganz genau. Ich spiele schon mein ganzes Leben, dass ich dich lustig finde. Habt ihr euch ein bisschen was überlegt, was ich machen muss heute? Ja, also natürlich erstmal. Also erstmal Vorstellung. Hauke, kennt ihr, das ist, ich nenne dich heute Antonia, okay? Weil, du, ja, weil das ein richtiger Schauspielername ist. Ist das dein Schauspielername? Ach nein, das ist nein, Mann, das ist mein richtiger Name. Oh Mann, ich will auch einen Schauspielernamen. Ja, denk dir einen aus. Hast du schon einen? Svensson. Jan-Philipp von Sodenstein. Hodenstein. Und Jan-Philipp von Sodenstein ist Raucher. Ist das deine Rolle oder ist das jetzt dein neues, normales Ich? Das kann man nicht mal mehr unterscheiden. Es beginnt, du bist der Forstarbeiter. Graf Falco und Dagobert laufen mit einigen Forstarbeitern ausgestattet mit fetten Motorsägen durch den Wald, um Holz zu sägen. Okay, das Problem ist erstmal ganz grundsätzlich, dass mein Charakter einen unglaublichen Monolog zu halten hat. Dein Text, der hier. Dann kommen die anderen Leute, die Unwichtigen. Genau. Und dann komme ich wieder mit irgendwas Großem. Ab mit, was ist mit dem? Und dann kommt die Stelle, an der du viel Emotionen reinbringen musst. Mhm. Hm? Das war's, oder was? Ja, doch. Das war... Doch, ja. Ich sag einmal der hier, was ist mit dem und Okay, aber ist es denn jetzt sinnvoll, direkt mit meiner Rolle anzufangen? Wir wecken erstmal die ganzen Resonanzen und erden dich ein bisschen. Das macht man als Schauspieler. Das habe ich mir so sagen lassen. Also ich mache das auch nicht. Du kannst schon mal deine Schuhe ausziehen und deine Socken. Ah! Oh nein. Glasscherbe. Ey, geile Erdung, Alter, hier. Alles mit Blut und so. Du bist Forstarbeiter. Die habe ich selten über Splitter im Fuß jammern hören. Ihr könnt mich beide mal. Guck mal hier. Hier, da ist doch Panzertape. Schauspieler sein ist bis jetzt nur beschissen, weißt du das? Ich mache jetzt hier mal die Aufgabe des... Schauspieler da sein, das hat viel damit zu tun, sich ein bisschen lächerlich zu machen. Und das muss einem scheißegal sein, ne? Also ich sag mal, unangenehm verhalten. Ja. Den Part hast du schon komplett in dich aufgenommen. Was wir jetzt hier machen, nennt sich... Impulsarbeit. Das heißt, du bewegst deinen Körper frei im Raum, passend auf die Impulse, die dir Hauke mit seiner fabelhaften Stimme gibt. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmerzte das Horn. La, da, 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 da. Ich glaube, ich habe es gefühlt. Ganz, oh fuck! Ich glaube, diese Tanzerei ist richtiger Schwachsinn. Ja, ist es auch. Also suche jetzt doch erstmal den Forstarbeiter in dir. Geh einfach mal raus und komm dann als Forstarbeiter wieder rein. Schade, ich dachte, da hört's auf. Geh einfach mal raus, du bist im Wald. Finden Sie Modo. Und bitte. Ja, komm noch mal. Der geht, um anzukommen, Finn. Finn ist das Fortbewegung. Also schnell und hart. Das kann ich eigentlich ganz gut. Viel besser. Bisschen wütend. Ja. Kein Bock auf euch. Genau. Das ist es, Junge, das ist es. Lerne mal den Satz, den hier. Den hier. Auf den Punkt. Ich habe Bibi und Tina ein bisschen so in Erinnerung, dass das ein gut gelaunter Film ist. Und wenn da so ein richtig stänkeriger Forst... Aber ich meine... Willst du herausstechen oder willst du nur noch 15 sein? Ja, will ich. Aber ich will auch delivern. Ich will doch wieder gebucht werden. Mehr. Gib mir noch ein paar Versionen. Der hier. Ich sage zwar den hier, aber ich meine doch bitte nicht den hier. Worum geht's denn da überhaupt? Bei dir sind Graf Falco und Dagobert. Und Graf Falco möchte eigentlich keinen dieser Bäume fällen. Ich bin nur Exekutive. Ich werde dazu gerufen, mir ist eigentlich auch der Baum scheißegal, mir du ist der Graf scheißegal. Du kriegst zwei riesige Klötze am Bein und die stehen neben dir und schwafeln dich voll. Ruhe bitte! Sind wir soweit? Und bitte. Den hier. Falscher Text. Hä? Was ist denn mein Text? Der hier. Auf drei. Drei. Also, ich habe nicht und bitte gesagt. So, ich lasse das einmal richtig durchziehen hier. Ja, da, also an uns hängt's nicht. Sägen Sie erst, wenn ich gegangen bin. Ich glaube, er ist soweit. Ich hole ihm die Säge. Der hier, was mit dem hier? Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, dieser genervte Aspekt ist dabei wichtig. Oh. Wir machen noch einen. Wir arbeiten noch mal an dem letzten. Wollen wir nicht irgendwas Cooles machen? Das ist genau das Gefühl, das du haben solltest. So fühlt sich der Forstarbeiter. Für mich ist das so ein One-Time-Abenteuer, ne? Ich dachte, das ist ein Anfang von einer Karriere. Ende der Probe. Ende der Probe, genau. Sag noch mal deinen Text. Den hier. Was mit dem hier?
Das hat sich wirklich gelohnt. Ja, das Training. Ich habe den Charakter verstanden und ich kann jetzt performen, während ich Auto fahre. Parkstraße 2, das war 100 pro das große Gebäude da vorne. Auf dem Ding steht 14. So, hier die zwei Kinder. Genau. Nein! Hallo! Die Turnhalle von Bibi und Tina, wisst ihr, wo die ist? Kommst du mit? Ich bin ja viel schneller als du! Wir können wieder langsamer werden! Die Hobbyfilmer mit ihrer kleinen Klappkamera hier auf dem großen Schloss Neuschwanstein. Oh, der ist echt geil. Glaubst du, die Waldarbeiter müssen mit dem Ding rumfahren? Hier, stell dich mal rechts an den Rand. Nee, das ist links. Ich mach dir dein neues Coverbild. Bis jetzt ist es mega langweilig. Wo sind denn Bibi und Tina? Ja, weiß ich auch nicht. Holst du dir ein Autogramm, wenn du die siehst? Würdest du die erkennen überhaupt? Nee. Ach, Dreck und so, ne? Ich hab auch schon überlegt, ob ich nochmal irgend sowas mache. Ich bin fertig. Findest du mich? Wurdest du dreckig geschminkt? Ja, nur geil. Oh, das sieht aber schön aus. Hier wird hier gegrillt. Da sitzt er ja schon. Nein, das ist nein. Ja, der hier. Halt. Nein, halt! Sind Sie verrückt? So, jetzt warten wir noch kurz, bis sich der Nebel schön verteilt und dann kann es losgehen. So, dann Achtung bitte. Und wir drehen, Ruhe bitte. Was mit der hier? Was? Nein, den habe ich als kleiner Junge gepflanzt. Ja. Ja. Ja, wir fangen an von hinten. Aus, danke! Und das mit dem hier? Ja. Was? Nein! Den habe ich jetzt gerade Junge gepflanzt! Cut. Danke! Mach ich! Den hier? Ja, den. Den musst du sagen, der? Herrn Trumpf ist sehr hoch. Dafür müssen noch so einige Bäume fallen. Hm? Bist du hier richtig in Actionhaltung oder was? Mhm. Ich sehe schon auf allen Knien und alles. Du gibst alles, ne? Willst du hier ein bisschen, dass die Leute auf dich aufmerksam werden? Ja. Bei der Kamera. Das hatte ich gehofft. Schick das nachher ein. Biete mal jemand das Material an. Biete das mal jemand an, sag, dass du hier auch eine schöne Perspektive hast. Ich habe hier eine richtig gute. Komm sonst mal hierher. Während die drehen. Okay. Ist Ey, Schauspieler sein ist, ohne Scheiße, Schauspieler sein ist wirklich langweilig. Der grundsätzliche Aufwand ist abartig, widerlich, ist unglaublich. Diese eine Szene waren jetzt, das ist nachher im Film, 2 Minuten. Und dafür haben die den ganzen Quatsch hergekarrt, so viele Leute. Richtig krass, dann 5 Einstellungen mindestens, aus immer 2 Perspektiven. Also der Dreh war irgendwie okay, wir haben Buck getroffen, der ist mega cool. Der war wirklich richtig cool. Der hat halt von allen den geilsten Job, ne? Letztlich kommt er hier an und dann geht's los. Ja, wobei viel Arbeit nimmt auch wirklich die Regisseurin ihm quasi ab, ne? Die hat ja, die war eigentlich die ganze Zeit voll angefressen, weil sie halt echt den Drecksjob im Verhältnis zu ihm hatte, so. War okay, ey, also ich könnte es auf jeden Fall nicht beruflich machen, das ist so anstrengend, Alter. Deswegen sind die auch alle ein bisschen so abgehoben und haben keinen Bock, weil es nervt halt wirklich. So, wollen wir eigentlich los? Wir wollen jetzt los. War eine Erfahrung wert. Danke, Buck. Ja, ist doch schön hier. Ja. Halt! Sind Sie verrückt? Das ist ein Quercus pedunculata, deutsche Eiche. Ein wildes Schwein mit grimmem Stoß hieb seine beiden Hauer in eine Eiche stark und groß von 1000-jähriger Dauer. In Feindschaft mit dem Baum es lebt, weil ihm zu hoch die Eichel schwebt. Und was mit dem hier? Mhm. Ja, was? Nein, den habe ich als kleiner Junge gepflanzt. Sie sollten sich langsam entscheiden, Herr Graf. Die Forderung von Herrn Trumpf ist sehr hoch. Dafür müssen noch so einige Bäume gefällt werden. Hm? Ja, gut. Herr Graf, sägen Sie erst, wenn ich gegangen bin. Hä? Sägen Sie erst, wenn er gegangen ist. Kannst du den Nenner reinpacken? Ja. Können wir uns das noch sparen. Nur dreckig. Wieso, ist das denn dreckig? Nee. Nee, das wird sonst nur dreckig. So, geil. Wunderschön. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Bombenattentäter, der hier vorne die Ladung gerade platziert bekommen hat. Aber die Fahnenauslösung habe ich. Ne? Ja, genau.